aus auf Da Vinci. Kommt noch mehr? Okay. Hängen geblieben? Oder nicht? Okay, Maus lässt sich bewegen. Ah. Okay, hätte raufdrucken müssen. Gut. So, Jeta. So. Das wollen wir auf jeden Fall. Neues Probierprüfung wurde erstellt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder zu der neuen Folge, neuen LP auf meinem Kanal The House of Da Vinci 3. Ja, die ersten beiden Teile, die zweiten habe ich noch nicht gespielt, aber den ersten Teil, die Hinweise waren eine reinste Katastrophe. Ich hoffe, die haben das dann geändert. Okay. Ich weiß nicht warum. Wieso, weshalb, warum? Weil ich hier wahrscheinlich aussuchen kann, wenn man denn erstmal gespielt hat. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Ein Ladebildschirm und wundervolle Musik am Anfang. Milano, Genova, Genoa, Katakomben, Sacra di San Michele, Kapitel spielen. Okay, wir haben mit Toten zu tun. Katakomben sind ja meistens immer unterirdisch. Obwohl, bedeutet nicht, dass man unbedingt mit Toten zu tun hat, sondern Katakomben bedeutet ja eigentlich nur, dass das... dass das unterirdische, sozusagen, Kellersystem ist. Hallo? Gehst du auch weiter? There he is! Look up! In the window! Across the room! Get him! Doch. Ja, das haben wir. Doppelklick. Super. Gegenstände mitgenommen. Ein Werkzeug. X drücken. Und was ist mit dem Stab? Kriegen wir den Stab? Stab, ich glaube, ein bisschen Anstrengung kann sie angestoßen werden. Ja. Überall Tote, über tote Leichen. Das sind ganz viele Ratten. Hui. Und aufziehen. Ah, okay. Da oben. Und lass mich raten. Da ist ein anderes Teil davon. Ich muss das Weg finden, um sie alle zu bekommen. Ja. Das Ding ist allerdings kaputt. Ah, ich muss das jetzt aufschrauben. Okay. Kann ich nichts machen? Nein, ich wollte wieder zurückgehen.
Nein, also nicht wieder zurückgehen, sondern... Was bist du hier? Wow. Ein Hebesockel. Sockel, nicht Sockel. Okay. Schön drapiert. Haben wir hier noch irgendetwas, was wir uns unbedingt angucken müssen? Außer, dass da hinten total viele Raten sind. Nee, das ist nur das Teil. Durchsichtige Ratten, und die immer wieder verschwinden. Wundervoll. Aber ich konnte mir hier doch gerade eben was angucken. Wir ignorieren die Ratten einfach. Metallschaft. Okay, können wir das Seil noch irgendwie mitnehmen? Nee. So, Hebel. Gut. Ach, da kommen wir auch wieder dahin. Warte, dann müssen wir wieder rückwärts. Nein, ich wollte eigentlich dahin. Dankeschön. Den jetzt damit. Da können wir garantiert auch noch irgendwas mitmachen, wenn der so tief unten hängt, oder? Ja. Wir können da nichts mehr mitmachen. Okay, anscheinend können wir da nichts mehr mitmachen. Wundervoll. Wir brauchen aber noch. Da müssen wir irgendwas mitmachen. Garantiert. Können wir hier nicht irgendwie was machen? Irgendwie irgendetwas, was wir da machen können? Nö. Anscheinend ja nicht. Okay, damit sind wir anscheinend fertig. Aber wir können das hier nicht losmachen, weil... Hier ist anscheinend auch nicht wirklich was drin. Okay, wir müssen das also irgendwie anders machen. Wahrscheinlich müssen wir erst die Ratten rauslassen, oder? Aber wie? Wenn wir nicht mehr dahin kommen. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Hä? Nein. Wahrscheinlich ist das einfach nur so gewesen. Okay. Irgendwas bei den Grabkammern. Ah, okay. Und die Grabkammer kommen wir gar nicht ran. Vielleicht nochmal ganz nach hinten. Vielleicht haben wir ja da irgendetwas übersehen. Warum drehst du dich denn hier immer? Ah. Ah. Womit haben wir es jetzt zu tun? Ja. Okay.
Und noch einmal. Oh, oder doch nicht noch einmal. Okay, aber wie kommen wir da noch nicht ran? Da müssen wir hin. Okay, die Hände sind echt gut gezeichnet. Okay, haben wir da irgendwo einen Schraubenzieher? Oder irgendwie was ähnlicheres wie ein Schraubenzieher? Oh, wow. Toll. Lass es doch nicht runterfallen. Das brauchen wir doch gar nicht irgendwo für. Okay, wir müssen also was anderes reinmachen. Ah, okay, ein Rätsel. Gut. Rätsel, was wir nicht lösen können, oder zumindest noch nicht. Ein Schraubenzieher! Ja, aber ich wollte doch... Ja. 1508. Ja, könntest du bitte... Ja, das wäre schön, wenn der Text da weggehen würde. Katakomben von Sacre di San Michele. Michele. Bin auf etwas einzigartig gestoßen. In einem der Gänge befindet sich ein zugemauerter Raum, der einst von dem Architekten genutzt wurde, der den Ort entworfen hat. Seitdem sind einige Jahrhunderte vergangen, aber ich denke, ich kann jetzt eine andere Verwendung für einen stabilen Schreibtisch finden. Ich muss alle Teile des Oculus Perpetua finden. Wenn ich es nicht zusammensetzen kann, sind meine Möglichkeiten, diesen Ort zu entkommen, sehr begrenzt. Oh, ich kann das sogar nochmal drehen. Ja. Da, ein Schraubenzieher. Und ein Brief. Hallo, Bartolo. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich treffen kann, aber der Kardinal hat es sehr eilig mit der Arbeiten in der Marienkirche in Köln zu beginnen. Ich möchte, dass du die Verantwortung für die Fertigstellung der Katakomben übernimmst und in Avigliano bleibst, bis alles in Ordnung ist. Die Kirche hat uns großzügige Belohnung versprochen und die Mönche werden ihre Toten noch hunderte von Jahren hier begraben. Lass uns dafür sorgen, dass es auch so aussieht. Vergiss nicht, diesen Raum zuzumauern und alle Spuren der Gerüste zu beseitigen, wenn du fertig bist. Schicke eine Nachricht und folge mir dann nach Köln. Wir werden die Belohnung wie immer teilen. Gott segne dich, J.L. März im Jahre des Herrn 966. Wenn du die Werkbank, die ich in Venedig gekauft habe, nicht behalten willst, kannst du sie gerne zusammen mit dem Zimmer einmauern. Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Ja, ich wollte aber hier... Danke. Ich wollte nur raus. Können wir... Können wir die wieder mitnehmen? Okay. Achso, da komme ich wieder raus. Achso, ich kann mir jetzt die Dings angucken. Das heißt also, wir könnten jetzt das Ding da reinsetzen. Und dann zumachen. Das hält aber nicht wirklich viel. Oh ja, das ist schön. Warte mal, gehört das dann nicht mit rein? Oh. Ich glaube nicht, dass er so schief da reingehört, aber egal. Gar kein Thema. Wir kriegen das alles wieder hin. Wir sind totale Mechaniker. Für komische Sachen. So. Ja. Ja. Warum blinkt das denn jetzt die ganze Zeit? Darf ich vielleicht auch das Spiel spielen, ohne dass... Hallo.
Ich muss es reparieren, oder? Hä? Können wir den Zettel bitte haben? Achso. Achso, das hatten wir ja schon. Ach, das ist. Achso, das ist mein Tagebuch. Ah, okay. Also das heißt, wir müssen diese blöde Schiene jetzt reparieren. Nein, ich wollte nicht ganz da hinten wieder hin. Ich wollte da rein. Aber wie? Haben wir hier irgendwo einen Hammer? Haben wir. Das war ein Hammer, aber ich glaube nicht, dass wir den irgendwie benutzen können, oder? Nö. Keinem von denen. Aber wie kriegen wir den denn. Ach, hier. Form des Tisches. So. Muss ich jetzt da anziehen? Ja, wenn ich da oben ankomme. Ja, und nun? Hä? Verstehe ich das gerade noch nicht? Muss da eine andere Form hin? Die? Anscheinend war die andere ja richtig. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich müsste jetzt auch eigentlich das Ding runterdrücken können. Damit das hier irgendwie da reingeschoben wird. Ah! Ah, so. Okay. Auf geht's, wieder zurück. Muss man auch immer drauf kommen. Ja, hier ist es. Ganz besonders, wenn man das dann nicht gewohnt ist. Da ist es. Da ist es. Wir haben es gefunden. Wir gehen gleich los, Chassis. Warte mal, einmal kurz wieder zurück. Da wieder in den Raum rein, weil ich glaube, das ist ziemlich verbogen. Also. Auf rund. Und dann das Ding hier rein, dann wieder zurück, dann wieder das hier betätigen. Nice. So. Dann haben wir das ja schon mal fertig. Wundervoll. Dann brauchen wir das jetzt. Das. Was fehlt denn noch? Achso, weil ich das hier erstmal plus machen muss. Da muss das jetzt ran. Ja. Entschuldigung. Ich zerknies genau das Ding. Achso. Das kann ich wieder aufmachen. Nein, nein, nein. Lass mich raten. Jetzt kommt da wieder jemand. Um es zu aktivieren. Hui. Rande des Portals.
Wow. Cool. Ja, warte. Im Laufe der Zeit in der Vergangenheit eingefroren. Ich muss etwas finden, das ich tun kann, um die Gegenwart zu beeinflussen. Ja. Ich würde sagen, dann mal zu. Weil wir speichern jetzt erstmal. Wir können anscheinend nicht speichern. Okay, so ihr Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns denn in der Bau. Wow, das ist so gut gestern. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.